Guten Nachmittag. Eine schöne Aufgabe ist entstanden, und zwar hat jemand geschrieben: Ah, ich habe heute noch was vor, ich muss eine Pumpe installieren und das alles ein bisschen verfeinern. Und zwar aus einem 125 Meter tiefen Brunnen, der Mann lebt wahrscheinlich im Gebirge, muss ich Wasser erstmal hochziehen, dann das Wasser oben in einen großen Tümpel oder irgendeinen Behälter pumpen, sodass da oben 300 Tonnen Wasser gespeichert werden. Naja, jetzt kam bei mir die Idee zu sagen, naja, wenn doch Batterien immer nur vielleicht 1000 Ladezyklen haben und dann kaputt gehen und so weiter, Wasser kann ich hoch und runter pumpen, wie ich will. Das macht man ja auch mit einem Pumpspeicherwerk. Und da habe ich gefragt, aber er hat noch nicht geantwortet, wie ist denn das? Soll dieses Wasser als Reserve genommen werden, also um eine Art Pumpspeicherwerk damit zu betreiben? Natürlich, ein bisschen blöde ist es. Ich muss erstmal einen Haufen Energie aufwenden, und das werden wir dann alles ermitteln, um das Wasser erstmal die 125 Meter aus dem Brunnen hochzuziehen. Das kostet Energie. Mächtig. Arbeit, ne? W, Work oder E. Energie ist das gleiche, wird genauso berechnet. So, das heißt, wir haben hier also verschiedene Angaben. Also, ich habe mal Delta H, ne, Höhendifferenz, Delta HT wie Tümpel genommen, 300 Meter, und Delta HB, Brunnen, 125 Meter. Und G, die Erdbeschleunigung, habe ich mal nicht 9,81 Meter pro Quadratsekunde genommen, sondern mal rund, damit man fast alles im Kopf rechnen kann, rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Die Masse des Wassers, wissen wir, das sind 300 Tonnen, hat er ja selber gesagt. Und wir wissen auch, ein Kubikmeter Wasser ist eine Tonne, weil zufälligerweise die Dichte so schön liegt bei Wasser, ne? Ein Kilogramm ist genau ein Liter. Das wissen wir ja aber alles. So, und dann haben wir eine Sekunde ist nur ein 3600stel Teil einer Stunde, und ein K wie Kilo heißt mal 1000. So, das wissen wir alles. Und wenn man in Formelsammlungen nachguckt, W wie Work wird ausgerechnet, oder die Energie von hier bis hier oder hier bis hier, M Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Das war's schon. Eigentlich ganz einfach. Und jetzt die Fragen: Lohnt sich denn sowas, wenn ich so ein 300 Meter Ding habe, 300 Tonnen Wasser gespeichert habe? Ja, das ist schon mal gar nicht so dumm. Aber gehen wir mal bei und rechnen wir zuerst die Poolgröße aus und mal als Vergleich, wie viel kann eine 100 Amperestunden Batterie bei 12 Volt an Energie laden und bereitstellen? Also an echter Energie oder Arbeit leisten, wie auch immer. Schnell zur Poolgröße. Ich weiß nicht, ob ich hier oben nochmal links anbringe, aber das guckt sowieso keine Sau richtig drauf. Am besten, ihr guckt nach, ja, in Formelsammlung oder sonst was, oder guckt hier auf meinem Kanal nach. Das geht auch. Das wäre nicht das Problem. So, und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben zylindrisch, ich nehme mal einfach einen zylindrischen Pool, sowas, was jeder so im Garten hat, was viele im Garten haben. Und da wird ja das Volumen ausgerechnet. V ist Grundfläche, Grundfläche ist rund, also Pi Viertel D Quadrat mal K wie Körperhöhe. K wie Körperhöhe oder Wassertiefe, könnte man auch sagen. Wenn ich diese Formel umstelle, was stört mich? Ich möchte ja das D zum Schluss haben, also das K stört, durch 4 stört, mal Pi, rechne ich entsprechend, Formeln umstellen, im Kanal nachgucken, das ist einfach. Einsetzen und nebenbei diese 300 Kubikmeter durch Meter geteilt ergibt letzten Endes nur Quadratmeter. Und wenn ich daraus die Wurzel ziehe, habe ich wieder Meter. Das wird also klappen. 300 und hier die 4 und die 4, die kann ich letzten Endes auch schon kürzen. 4 durch 4 ist 1, 4 durch 4 ist 1. Ich muss bloß noch einen Taschenrechner tippen, 300 durch Pi, und dann nicht vergessen, die Wurzel rauszuziehen. Dann komme ich auf runde 10 Meter. Ja, das ist schon ein ganz schön großer Pool, aber bei 4 Meter Wassertiefe, das ist ein ganz schönes Ding, aber machbar. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre so. Gut. Was kann eine Batterie? Normalerweise W ist ja P mal T, also Leistung mal Zeit. Aber da ja P U mal I ist, kann ich auch sagen U mal I mal T. Ich weiß aber, I mal T ist die Kapazität der Batterie in Amperestunden, ne? Ampere ist der Strom, T Time in Stunden angegeben. Naja, dann kann ich auch sagen, es ist U mal C. Und wenn ich das entsprechend ausrechne, 12 Volt ist U, 100 Amperestunden. Ampere mal Stunden habe ich schon da, und das 12 mal 100 ist 1200 bzw. 1200 Wattstunden. Denn Volt mal Ampere ergibt Watt. Und da ich ja weiß, ein K ist 1000, also muss ich durch 1000 dividieren, dann habe ich 1,2 Kilowattstunden. Das
So gibt man beim elektrischen Strom solche Größen besser an, also praktischer. So, und jetzt ist es eigentlich einfach. Also Pool zu buddeln wäre möglich. Die 300 Meter Höhenunterschied hat er natürlich nicht jeder. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was machen die 300 Meter Höhenunterschied und welche Energie kann man daraus ziehen? Da das ja ganz einfach ist und wenn einer nur 10 Meter hat, kann er sich ja selber ausrechnen, wie viel Energie kann er in so einem Pool speichern. So, und jetzt M, 300.000 Kilogramm, ich muss Kilogramm nehmen, weil Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde Newton ergibt. Ich kann also nicht Tonnen einsetzen, ne? Also 300.000 Kilogramm vom Wasser mal rund 10 Meter pro Quadratsekunde mal die 300 Meter Höhendifferenz, diese hier. Das ergibt 3 mal 1 mal 3 ist 9 und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen dahinter zu hängen. Hab also 900 Millionen Newtonmeter. Oh, hört sich viel an. Das sind auch andersrum in elektrischer Einheit 900 Millionen Wattsekunden. Ja, Moment. Machen wir mal die Nullen nicht so groß. Schreiben wir statt drei Nullen hier ein Kilo. Na, dann bleiben 900.000 Kilowattsekunden. Achtung, eine Sekunde ist ja nur ein 3600stel Stunde. Also muss ich durch 3600 dividieren, streiche Nullen weg, kürze mich ran und komme dann auf 250 Kilowattstunden. Wie viel ist denn das? Wenn ich sage, ich habe 250 Kilowattstunden zur Verfügung, die ich nutzen kann, brauche aber nur 5 Kilowatt fürs Haus zum Beispiel. Und ich suche, wie lange komme ich damit aus? Ja, dann stelle ich die Formel um, P ist W durch T mal T durch P, zack, zack, ergibt T ist W durch P. Ich kann also einsetzen 250 Kilowattstunden, meine Energie, die ich habe, geteilt durch die Leistung, die ich brauche, durch die 5 Kilowatt. Die Kilowatts kürzen sich raus, Stunde bleibt übrig, also T ist 50 Stunden. 48 Stunden sind 2 volle Tage, also rund 2 Tage. Das alles natürlich nur bei höchstem Wirkungsgrad, nämlich 1,0. Besser als 1,0 geht nicht, wissen wir ja. Und im Allgemeinen liegt der Wirkungsgrad darunter. So, wo sind also Verluste zu erwarten? Na, ganz einfach, hier beim Hochpumpen. Ich muss elektrische Energie erstmal einsetzen, aber das wäre ja der Trick und das macht man ja auch so. Habe ich Energie übrig, pumpe ich das in ein Speicherbecken. Brauche ich diese Energie, mache ich diese Pumpe zur, ja, ganz einfach zur Turbine und lasse das Wasser wieder zurücklaufen. Und der Motor, der lässt sich auch im Allgemeinen als Generator verwenden. Also kann ich dann wieder den Strom hier rausziehen. Klar, es wäre schön, wenn ich das alles hier unten reinlaufen lassen könnte. Und ich kann ja dosieren. Nehmen wir mal an, ich brauche das gar nicht so viel und so lange oder was auch immer. Dann muss ich ja mit der Menge so ein bisschen hin und her jangeln und sagen, na komm, langsam, langsam, langsam. Ich brauche ja gar nicht so viel. Ich kann das ja auch noch länger ausnutzen. Ich brauche dies oder das und das ist dann eine schöne Rechenaufgabe. Ach so, was kostet es aber leider erstmal an Energie, das Wasser hochzupumpen? Naja, das ist die gleiche Rechnung wie hier, aber mit 300.000 Kilogramm mal 10 Meter pro Quadratsekunde mal 125 Meter. Ich habe das W 125 Meter genannt. Die gleichen Schritte könnt ihr ja selber mal ausprobieren mit Aufschreiben. Das übt schön. Dann habe ich also 110 Kilowattstunden, die ich aufbringen muss, um überhaupt das Wasser ganz oben in den Brunnen rein zu pumpen. Aber trotz alledem, wenn ich zwei Teiche hätte, ich skizziere das jetzt mal schnell in grün, ich habe hier einen Teich und ich habe hier einen Teich und ich habe Delta H, ja, bleiben wir mal dabei, Delta H von 10 Metern, dann rechnet doch mal aus, wenn ihr sagt, meinetwegen, ich habe hier 100 Tonnen drin Wasser und die lasse ich jetzt wieder zurücklaufen, dann sind die 100 Tonnen hier und hier oben sind sie nicht mehr. Dann habe ich Energie wieder, die ich gespeichert habe, gewonnen. Könnt ihr mal ausrechnen. Könnt ihr die gleichen Formeln nehmen, die gleiche Vorangehensweise und dann haben wir es. Gut, ich denke mal, ja, das müsste reichen. Also, ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.